Hallöchen, hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ja, ich komme nicht ganz nach, weil gerade, also ich wollte ja einige Tutorials machen, aber ich komme gerade nicht ganz nach. Macht nichts. Wenn ihr ein bisschen Geduld habt und einen Klick auf den Abo-Button macht, was übrigens kostenlos ist, dann seht ihr sofort, wenn wieder was Neues kommt. Es sind auch einige in Arbeit, aber wie gesagt, die Zeit fehlt halt immer. Aber ich glaube, das kennen die meisten schon. So, heute geht es darum, also ich mache ja auch solche Möchtegern-Speedpainting-Videos und ab und zu fällt mir dann auf, so was ich eigentlich erklären könnte. Unter anderem war jetzt das mit den Blättern bei einem meiner letzten Videos. Und ich würde jetzt mal kurz dazu was erzählen. Wie gesagt, weitere Videos sind ja noch in Arbeit. Und ja, ich hoffe, ich kriege sie schnellstmöglich fertig. Also, ihr seht gerade die Blätter da oben. Wie gesagt, die sind aus einem Video von einem Möchtegern-Speedpainting-Video. Und dieses Mal wollte ich das halt mal zeigen, wie einfach es ist, ein richtig schönes Blattwerk darzustellen. Man kann es auch selber mit eigenen Mitteln machen. So, in dem Fall habe ich einfach schon mal die Grundierung fertig gemacht. Outlines ist ja klar. Ich habe jetzt mich für die mittlere Farbe entschieden, werde dann quasi also jetzt darauf im Prinzip diese Blätter einzeichnen. Ihr seht, dass die von hell nach dunkel natürlich alles drin haben, aber man braucht tatsächlich nicht zigtausend Ebenen. Ist natürlich schöner, weil ne, wenn irgendwas mal doch spontan geändert werden muss, ist es halt wesentlich einfacher. Für die faulen Menschen gibt es eine Ebene. Naja, also die mittlere, also wir arbeiten auf dem Grundton und werden daraus das machen. Also ihr seht gleich, wie simpel das eigentlich ist. Wir fangen mal mit der dunklen Farbe an. In dem Fall muss man dazu gucken, dass man halt ja ein bisschen bei der Farbpalette durchschaut, was halt passt natürlich. Also einmal quer runter, schräg runter ist immer die beste Möglichkeit, die passenden Töne zu finden. Nicht immer gerade runter in der Palette. Und das liegt daran, dass die Töne sich dann doch sehr, sehr gravierend ändern können. Also es ist meine Empfehlung. Natürlich muss auch jeder für sich selber schauen, was er halt draus macht, weil es ist immer ein Unterschied, wie man selber den Gefallen dran hat. Es muss ja am Ende einem selber auch gefallen, ne? Meine Erfahrung ist, es macht also von den Tönen her, es ist einfach ein bisschen angenehmer und passender. Was wir jetzt also im Prinzip machen ist, wir picken uns hier in dem Fall den dunkleren Ton raus. Wir haben jetzt das markiert mit dem Zauberstab. Und fangen mal an, einfach mal, jetzt muss ich ein bisschen größer machen. Wir nehmen mal einfach das Blatt hier. So, es sieht jetzt ein bisschen nichtssagend aus. Ich fange mal an, diese Struktur ein bisschen nachzuarbeiten und gucke mal, wie das halt so ein bisschen passt. Ne? Blätter haben ja auch noch Vertiefung, manche haben halt noch Muster und allen drum und dran. Es lohnt sich auch mal tatsächlich, sich Blätter genauer anzuschauen, weil teilweise haben die unfassbar schöne Muster. Genauso wie halt auch von den Strukturen mit den, ja ich nenne es mal Äderchen. Es gibt unfassbar tolle Naturmöglichkeiten, die darzustellen. Wie weit ihr das natürlich ausarbeiten wollt, das ist euch selber überlassen. Ne? Tobt euch aus, das ist das Wichtigste. Vor allem, wie gesagt, muss es halt auch Spaß machen. Und ja, natürlich ist es viel Arbeit. Das ist klar. Aber manchmal lohnt es sich, diese ganze Zeit zu investieren in diese ganze Arbeit. Weil dann habt ihr so ein Ergebnis. Also, ne, es kann halt richtig, richtig schön wirken. Es muss nicht immer irgendwas Fertiges sein. Nichts gegen fertige Möglichkeiten von Pinseln und so weiter. Aber manchmal passt es doch zum Stil besser, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt und einfach das mal ausarbeitet. Also, wir haben jetzt mal diese Strukturen ein bisschen nachgezeichnet. So. Da. Jetzt nehme ich mir den helleren Ton. Was ihr, ich nehme mal ganz kurz diese Farbpalette hier in die Mitte, so dass man das auch sehen kann. So, also ich gehe immer ein bisschen hoch und gucke mal, was passt. Also manche gehen halt so runter. Ne? Ich persönlich gehe immer so in die Schräge, weil ich die Farben halt tatsächlich ein bisschen passender finde. Hier hat man natürlich ein bisschen mehr Grauanteil, das muss man auch immer bedenken. Hier halt nicht in dem Art, also in dieser Art und Weise. Ne? Dementsprechend lohnt es sich auch mal ein bisschen schräg runter zu gehen, anstatt hier ne, ins Graue zu gehen. So, wir wollten ein bisschen hell haben, damit die Blätter ein kleines Leuchten bekommen. Dann gehe ich an den Rändern. So. Wie gesagt, wie fein man das dann ausarbeitet, ist halt einem selber überlassen. Auch die Frage, ob man es halt machen will, ist auch nochmal so ein Thema. Wie gesagt, es ist Zeit, die reingeht, aber in den meisten Fällen lohnt es sich halt, weil es ein wunderschöner Effekt ist. So, und dann haben wir hier im Prinzip jetzt so ein bisschen
das Licht eingearbeitet. Ich nenne es passives Licht bei den Blättern, weil Blätter im Prinzip von der Oberfläche so matt sind, dass sie eigentlich kein, also außer sie sind nass oder sehr glatt, keine Reflexion in der Art und Weise vom Licht haben. Das hört sich ein bisschen komisch an, weil wenn man sich Blätter anschaut, glänzen sie ein bisschen. Wenn wir sie aber zeichnerisch darstellen, glänzen die meisten Blätter nicht wirklich. Damit sie aber ein bisschen lebendiger wirken, kann man ein klein wenig passives Licht reinarbeiten, sodass sie halt doch also Lebendigkeit bekommen. Die meisten zeichnen einfach nur etwas Helles mit drauf. Ne? Also das ist wie gesagt nichts Negatives, sondern jeder hat so seine Techniken. Ich persönlich mag es halt, wenn so ein bisschen passives Licht mit eingearbeitet ist. Weil auch wenn es jetzt hier ganz hell ist und ihr seht das oben, wird es gleich verschwinden. Also es wird nicht so auffällig hell bleiben. Die Frage ist halt nur, ob ich das selber noch mal ein bisschen anpassen möchte und allen drum und dran. So, ich habe jetzt vorgearbeitet. Ich scroll das mal hier ein bisschen hier ran, sodass man das auch besser sieht. Ne? Und jetzt, wir können ja mal das ein bisschen weiter zur Seite schieben, fange ich an mit dem Wischer. Ich habe jetzt den zum Überblenden genommen. Die Ränder mit dem, also das Dunkle mit dem Hellen ein bisschen zu vermischen. Durch diese mittlere Schicht, also die wir haben, oder diesen Grundton, also wird das automatisch alles miteinander verbunden. So, ein bisschen schmaler geht noch, ne? Aber man sieht schon den Effekt. Wir arbeiten quasi indirekt eine Struktur oder diese Wölbungen von Blättern halt mit ein, ohne viel Arbeit. Deswegen, es ist ein bisschen Zeit, die natürlich drauf geht, das darf man nicht verkennen. Aber man sieht, es lohnt sich halt, ne? Jetzt kann man natürlich auch noch, wie gesagt, mit Mustern arbeiten. Es gibt ja auch genug Blätter, die wunderschöne Muster haben und allen drum und dran. Dann gibt es noch die Jahreszeiten mit den verschiedenen Farben. Rot, braun, grün, also naja, von grün eher ins braune schon, mit gelb, ne? Und ihr findet ja auch gerade im Herbst so unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, ich sag gerne unfassbar. Aber auf jeden Fall, die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Wenn man noch anfängt, eigene Ideen umzusetzen, so mit eigenen Kreationen, wird das natürlich noch vielfältiger. Da habt ihr von allen Farben, von Violett bis Rot, Pink, Türkis, wie in diesem Fall, ne? Und ihr könnt so viel machen. Die Natur hat einfach ganz viele Vorlagen, ganz viele Beispiele. Und dementsprechend lohnt es sich da auch mal einfach mal ein bisschen rumzuwühlen, was gibt es eigentlich in der Natur, wenn man sich da noch nicht so ganz sicher ist, was man machen möchte. Und schaut euch das mal an. Also ihr werdet viel entdecken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und das ist nichts Böses, sondern es ist einfach so, manchmal muss man einfach mal ein bisschen um sich herum gucken, was gibt es da, was hat die Natur so ein Angebot, gerade für das Problem mit den Hintergründen, weil das ist ein sehr beliebiges Problem. Wie kann ich einen wunderschönen Hintergrund zeichnen oder, ne? Also die meisten trauen sich nicht dran, was gerade im Anfangs, wenn man so am Anfang steht, was nachvollziehbar ist. Es ist nicht ohne. Also am Anfang ist es ja viel Lernen, Zeichnen ist immer Lernen, aber man muss sich halt auch ranwagen und es lohnt sich halt, ne? Also einfach austesten, vielleicht mal so einen Tag nur Blattstudien machen, Naturstudien machen. Das gilt auch für Tiere und allen drum und dran, Perspektive und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die man lernen kann, möchte. Also gerade wenn man anfängt, die ersten Dinge zu lernen, hat man auch sehr viel Freude dran und wird auch kreativer mit jeder Sache, die man dazu gelernt hat. Probiert es einfach aus. Es ist natürlich einem, wie gesagt, selber überlassen. Manche mögen auch zum Beispiel keine Naturelemente. Das gibt's auch. So, ich habe jetzt nochmal eine Stufe dunkler gemacht, wie ihr sehen könnt. Jetzt nehme ich wieder den Wischer. Mache ihn aber sehr schmal, weil ich nur diese Ränder ein bisschen einarbeiten möchte. Wenn man sich die Blätter nämlich genau anguckt, haben sie ja diese Vertiefung. Ne? Und so kriegt das Blatt auch nochmal so einen zusätzlichen ja, 3D-Effekt würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber halt Tiefe. Man erkennt halt die Blattstruktur. Wir sind, also in der Regel sagen wir auch immer direkt, oh, Blattstrukturen, Adern. Wie gesagt, wenn man sich ein Blatt mal so genauer anschaut, hat es halt immer in der Regel meistens noch ein paar Vertiefungen drin. So sind die Blätter halt aufgebaut. Und jetzt können wir das hier ein bisschen verfeinern. Also ihr seht, es wird immer feiner und das Blatt wirkt halt auch, wie soll man es beschreiben,
naturgetreu möchte ich es jetzt nicht nennen, weil es gezeichnet ist und halt auch nicht so eine typische Farbe hat. Aber ihr, glaube ich, wisst, was ich meine. Dementsprechend testet es mal aus. Ihr seht, es ist super einfach. Es ist auch eigentlich nicht so viel Arbeit, vielleicht am Anfang, bis man halt das so ein bisschen das Gefühl entwickelt hat. Aber je öfter man das macht, desto schneller wird man. Und ich habe auch, glaube ich, für die Blätter selber vielleicht nicht mal eine halbe Stunde gebraucht, als ich sie koloriert habe. Jetzt könnte man natürlich noch mal eine Stufe draufsetzen. Wenn man sagt, okay, ich möchte noch ein bisschen Schatten einarbeiten, mir sind die einfach noch zu hell. Am besten dafür eine neue Ebene machen. Ich weiß, das sieht man gerade nicht, aber man kann es beschreiben. Neue Ebene auf Multiplizieren packen. Ich packe es einfach mal hin. Das ist, glaube ich, einfacher. So, also Multiplizieren nehmen. Dadurch wird nämlich die Ebene darüber ein bisschen transparenter. Ich schiebe auch mal den Regler ein Stück runter. Dann habe ich es nicht so dunkel. Ich könnte jetzt im Prinzip die Farbe lassen, weil die wird jetzt im Prinzip, also automatisch. Oh, warum machst du nicht das, was ich will? Ne? Oh, weil ich noch am Wischer bin. Okay, also ihr seht, jetzt habe ich trotzdem, ohne den Ton zu ändern, habe ich automatisch das noch mal ein bisschen dunkler. Jetzt könnte ich das natürlich hier auf 100 setzen, dann ist es fast schwarz. Also super, super dunkel. Und das nur mit der multiplizierten Ebene, also die auf die Einstellung gestellt. Und dementsprechend kann ich jetzt hier noch mal ein bisschen das reinpacken. Ich möchte es aber nicht zu dunkel haben. Ich möchte es nur andeuten, dass da noch ein bisschen Tiefe ist. Weil manchmal haben wir ja auch noch so ein paar Schatten, ne, die da reinfallen. Oder das Blatt ist halt, ne, hier. In dem Fall wäre es jetzt hier drunter. Ihr seht, es ist einfach nur eine Art Schatten, also Schattierung. So kann man auch tatsächlich Kleidung sehr gut mit Faltenwürfen belegen. Werde ich auch nochmal erklären. Ich habe zwar ein Video schon dazu gemacht, aber das war spontan im Stream. Also dementsprechend muss ich das auch nochmal ein bisschen ordentlicher machen. Man gibt ja immer manchmal halbe Workshops im Stream, wenn man einfach mal anfängt zu erklären. Also, hier auf jeden Fall, ihr seht, die Möglichkeiten, Schatten zu setzen, wäre gegeben. Das wäre dann so der richtig comichafte Stil, was jetzt auch, ne, Geschmackssache ist. Manche mögen es halt sehr gerne. Kann man dafür verwenden. Ob man es macht, ist halt natürlich eine eigene Geschichte. Ne? Also einfach mal herumtesten. Gerade wenn ihr euch noch nicht sicher seid, das sage ich immer wieder. Probiert euch aus, testet aus. Testet verschiedene Stile aus, schaut, was euch gefällt, kombiniert sie miteinander. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und es ist auch natürlich schön, wenn jemand dann so noch seine eigene Richtung dabei findet, ne? So, also das wäre jetzt so die Möglichkeit, dieses Comichafte zu machen, ne? Gut, also wir haben jetzt hier im Prinzip das nochmal ein bisschen verdunkelt. Ich gehe wieder auf das Blatt zurück. So, macht die Ränder nochmal ein Stückchen dunkler. So, jetzt kann ich da nochmal mit dem Wischer gehen. Ne? Werde jetzt aber auch nicht die untere Ebene damit beschädigen oder sonstiges, sondern ich möchte nur diesen Schatten ein bisschen weicher machen. Soll halt nicht zu dunkel werden. So. Und hier kann man es nochmal sehen. Also man könnte es auch im Endeffekt so machen. Ne? Comichaft ist natürlich mit etwas härteren Linien. Ist aber auch, wie gesagt, von Stil zu Stil unterschiedlich. Manche haben auch Comic mit sehr weichen Übergängen. Ich möchte es nicht pauschal festlegen. Also ich sag nur, es sieht halt, ne, comichafter aus, ist aber auch, wie gesagt, von Zeichner zu Zeichner unterschiedlich. Einfach ausprobieren. Wichtig. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Ausprobieren, schauen, was einem selber liegt, was einem selber gefällt. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier meinen Schatten gemacht. Das war das, was ich machen wollte und erreichen wollte. Jetzt kann man halt noch gucken, habe ich eine Nachtszene, habe ich noch Glühwürmchen leuchten oder wie auch immer. Ne? Also man kann da so viel mitmachen. Nachtszene, dann sind das quasi leuchtende Blätter, weil sowas mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, wenn irgendwie alles leuchtet. Nichts gegen Leuchten, es ist einfach schön. So, und da könnt ihr euch, wie gesagt, mal ein bisschen austesten. Probiert es mal, schaut euch mal das an. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen. Ihr seht, es ist gar nicht so schwer. Es ist auch gar nicht so viel Zeit, die drauf ging. Wir haben jetzt 14 Minuten gebraucht für das Video. Und wie gesagt, für die komplette Koloration habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Also es lohnt sich, die zu investieren. Wie gesagt, am Anfang kann es sein, dass man halt ein bisschen mehr Zeit braucht. Das ist logisch. Aber wie gesagt, je mehr man das, also je öfter man das macht und je mehr man das macht oder zeichnet, desto besser und schneller wird man dabei.
Und dementsprechend ist eine halbe Stunde fast nix. Vor allem, wenn die Bilder sowieso generell sehr lange dauern, dann ist halt eine halbe Stunde wirklich nix mehr. Ja, und wie gesagt, möchtet ihr das noch ein bisschen ausführen, dann könnt ihr euch auch nochmal austoben. Natürlich kann man auch verschiedene Pinsel verwenden. Also ich habe jetzt natürlich jetzt einen reingepackt. Das ist auch wieder unterschiedlich. Also ich muss gestehen, ich bin da manchmal auch ein bisschen faul. Das gebe ich freiwillig zu. Dass ich da halt auch nicht unbedingt ständig immer verschiedene Pinsel ausprobiere, auch wenn es sich wahrscheinlich lohnen würde. Aber da bin ich noch nicht so sehr im digitalen Zeichnen drinne. Da kommt bei mir so die faule Socke vom traditionellen Zeichnen heraus, weil man es gewohnt ist, mit Stiften natürlich nur eine Spitze zu haben. Ja. Man arbeitet fast nur mit dem Pinsel und da kann man sich die verschiedenen Stärken quasi selber herausfischen, ohne den Stift großartig wechseln zu müssen. Aber das wird auch wahrscheinlich bei mir noch nach und nach kommen. Also ich bin ja quasi noch Frischling in dem digitalen Bereich. Ich habe auch noch sehr viel zu lernen und ich gebe es auch freiwillig zu. Aber es ist halt mit Zeichnen immer so. Man lernt sein ganzes Leben. So, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video geholfen hat und vielleicht für neue Ideen inspiriert hat. Falls euch das gefällt, einen Daumen hoch. Ich würde mich riesig freuen. Wenn ihr die nächsten Videos nicht abwarten könnt, lasst ein Follow auf jeden Fall schon mal da. Also ein Abo. Ist kostenlos, ne? Muss man auch immer wieder erwähnen. Und es folgen jetzt auch noch demnächst andere Tutorials oder beziehungsweise Erklärvideos, weil ich spiele ja auch noch Elder Scrolls Online. Also nicht wundern, dass es auch zum Thema Spielen was gibt. Wenn es euch interessiert, einfach anschauen. Sonst, wie gesagt, warten. Es folgen auch demnächst weitere Tutorials zum Thema Zeichnen. Also, schönen Tag euch, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.